Wildlife Park von. Sag mir ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen. Wir haben ja letztes Mal eine ziemlich abenteuerliche Konstruktion gemacht, ne? Denn wir mussten irgendwie gucken, dass unsere Tigers hier nicht rausschwimmen, ne? Weil, ne, die haben zumindest ein bisschen was im Planschen und ich gehe mal direkt wieder auf Play. Finanziell sieht's alles andere als gut aus. Ich will nichts beschönigen, ich will euch sagen, wie es ist, ne? Es sieht scheiße aus, ne? Aber, ich hoffe mal, dass unsere Tiger und auch unsere Löwen hier gut in Babyproduktion gehen, ne? Und wir können leider keine Pflanzen kaufen. Solange wir im Minus sind, können wir keine Pflanzen kaufen. Das ist für unsere... Oh, schwanger, cool. Das bedeutet, ne, bevor die... 100, egal, tschüss, mein Freund. Ich muss dich leider verbimmeln. Ne, ich, das ist ein 3-Sterne-Captain. Das ist auch ein 3-Sterne-Captain. Auch ein 3-Sterne-Captain, auch ein 3-Sterne. Diesen gibt... 100 gibt das. Ja, ich kann nur hoffen, dass, ne... Gehst du nach Hause oder was? Ne, geht noch nicht nach Hause. So, was mit dir hier? Ein neues Tier, ja. Ja, der Kleine sagt auch, ne, hier, Alter, ne, Spielkind, kauf mal ein paar Pflanzen. Alter, würde ich total gerne machen, Kollege, ne, aber irgendwie, ne... Es reicht nicht für Pflanzen, ich bin pleite. Ne, guck dir hier, 1076, Kollege, ja, ne... Kannst du wetzen, wie du möchtest, auch die Mama umrennen oder den Papa, ne? Das hilft alle nichts, ne? Das Geld muss verdient werden, Kollege, ne? Die sind hier alle am Abjammern von wegen, ich will das, ich will dies, ich will das, aber das kennen wir ja. So kennen wir das Pack, ne? Na hier, Freunde, ihr müsst ein bisschen schneller poppen, wir brauchen Geld, ne? Wobei, ne, bei 100 kannst du es echt vergessen, ne? Okay, der Automat, ne, wird aber, glaube ich, ganz gut angenommen. Gern neues Tier. Was sagt er hier, ne? Gewinn, das ist jetzt nicht wirklich viel. Was sagt denn unsere Besucher? Ja, Parkeintritt, 11 Pfeifen. Wenn wir eine Pfeife, ne, dann können wir nicht viel machen. Eine Summe, ne? Aber wir haben zumindest schon mal ein Plus gemacht. Das war nicht ganz verkehrt, ne? Also irgendwas machen wir richtig, ne? Können wir denn theoretisch, können wir denn hier vielleicht mal ein kleines Restaurant einrichten? Ein Restaurant. Wo haben wir denn das Restaurant? Was ist das? Kleiderladen. Ja, braucht man noch nicht. Können wir eh nicht machen. Das ist ein Souvenirladen. Wo ist denn das Restaurant gewesen? Hier, da. Das könnten wir theoretisch hier hinsetzen. Hier geht es nicht. Okay, weil hier mal ganz gut was los ist, würde ich sagen, das machen wir mal hier. Dann gehen wir sofort auf alles... Flum, 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 die dumm. So, dann gucken wir uns mal gleich hier das ne, Preis-Bewertungsschema an, ne? Und ganz kurz mal gucken hier zusammen. Gerne. Sehe ich gerne, lese ich gerne. Ganz kurz mal gucken. So, was ist hier? Gerne, Limonade ist eh immer zu teuer. Gerne. Okay. Oh, guck mal, da sitzen wir noch gar nicht gesehen. Da sitzen sie schön und essen ihren Hotdog oder was weiß ich. Ne? Euch geht's erstmal gut, Freunde, ne? Lecker das Essen hier. Jetzt würde ich gerne, ja, gut. Infostand, okay. Infostand, aber Infostand kostet nur Kohle. Das ist das Problem, ne? Die bringen nur Asche, kosten nur Asche. Aber wir können ja trotzdem mal ganz kurz gucken, ob wir hier einen Infostand im Moment. Was ist. Nachwuchs, okay, das, da muss ich mal ganz kurz gucken, denn, ne, wir wissen, unsere Löwen, ne, die sind, ne, so, was bringst du, 300, tschüss, so leid es mir tut. Ich muss euch vor, die, ja, die bringen nur, wir hätten eigentlich noch ein zweites Weibchen in Weiß kaufen sollen, denn die Weißen, ne, bringen echt gut Asche. Yep. Freunde, ne? Wenn ich euch einen Tipp geben darf, ich weiß, ne, ihr habt wahrscheinlich eure Vorlieben, aber Weiß ist die Farbe der Saison. Bin ich ehrlich, ne? Ihr müsst das irgendwie klarkriegen, Freunde, ne? Denn Weiß ist heiß begehrt. So, was mal auf Infostand wollten wir machen. So, zusammen. Infostand, das ist Cinef hier und Infostand. Ist das ein Infostand? Das ist ein Infostand, ne? Information. Pass mal auf, ballern wir da mal eine Information hin. Können wir gar nicht. Können wir nicht direkt einen Eingang setzen? Das geht nicht. Das wäre auch ein bisschen albern, ne? Ne, pass mal auf, das setzen wir mal hier in das Ding. So. Dann gibt es auf jeden Fall Infostand, weil die kosten nur Kohle, ne? Die machen nur Verlust.
Aber gut, dann haben sie erstmal einen, ne? Jetzt mal ganz kurz gucken, wie zufrieden sind denn die Leute überhaupt, ne? Okay, wir brauchen noch so viel. Wir müssen noch Löwen haben. Jaguare, wie soll ich das denn je schaffen, liebe Leute? Ich habe nicht mal Geld für Pflanzen. Ich kann meinen lieben Tigern hier keinen... Ja, das finde ich gut, ne, Freunde, ne? Wie wär's denn mal mit ein bisschen Nachwuchs? Ich weiß, ich Pflanzen, aber ich kann... Aktuell kann ich nichts machen. Ja, das ist ein bisschen schade, dass ich hier keine Pflanzen kaufen kann, weil, ne, keine Kohle, dann, ne? Können wir denn vielleicht... Warte mal ganz kurz. Ja, das Problem ist, ich weiß halt nicht, wie ich die... es ist recht kühl hier, ist schon klar. Ich kann die halt... Ich weiß... Ich habe bis heute nicht gelernt, was ist das? Zustand, Angebot, Status, Gedanken, Name ändern. Ich habe halt bis heute nicht rausgefunden bei diesem wunderschönen Spiel, wie man Gegenstände örtlich verändert. Ne? Denn sonst würde ich hier vielleicht mal ein paar Pflanzen hinballern. Ne? Da ist es zumindest auch warm, aber ne, weil ich kann jetzt aktuell nichts kaufen. Der Gärtner, naja, scheiße hier. Ne? Schöne, schöne Scheiße. Naja, aber das Volk strömt. Was sagt die Wirtschaft hier, ne? Minus 6 Summe. Mhm. So, pass mal auf. Ist das, wie sieht das denn hier wirklich günstig? Das lese ich sehr, sehr gerne. Meine lieben Leute, das lese ich sehr, sehr gerne. Ja, gucken wir mal, übertragen wir mal. Und dann kann es vielleicht gleich ein bisschen besser werden, eine Dekoration, was die Asche angeht. So, pass mal auf hier. Du sagst mir jetzt nochmal, wie ist das hier, ne? Angemessen. Okay, 10 ist schon mal mehr als 1, ne? Also, ne? Wer zählen kann, ne? Also, nur 1, 2, 10 ist auf jeden Fall mehr, glaube ich zumindest. Also, ne? Wenn mich meine Schulbildung nicht völlig im Stich lässt. Ja, ich würde euch gerne Pflanzen kaufen, liebe Leute. Ich würde euch sehr gerne Pflanzen kaufen, aber ich kann es nicht. Meine Freunde, ich kann es nicht. Ne? Gewinn? Oh, die machen ordentlich Gewinn, das finde ich gut. Ne? Ja, hier, ne, da ist ein super Restaurant, Alter. Die Leute sind da sehr zufrieden. Gut, beim Schnee sitzen, nicht unbedingt draußen. So, was ist mit dir? Ja, recht dürftig, die Tierwelt. Das ist richtig, ne? Gestehe ich, ja, kann ich nicht schönreden. Ist so, ne? Aber, ne, guck dir meine Kohle auf der Uhr an, dann weißt du, warum das so ist, ne? Ja, Pflanzen. Gerne neues Tier. Was die, zerreißen die uns, ne? Sauberkeit wäre exzellent. Mehr Tiere. Okay, tolle Atmosphäre. Getränkeangebot war dürftig, ja, weil du für deine verkackte Limonade zu viel zahlst. Ne? 2 Pfeifen, bist du nicht bereit zu investieren? Dann ist es natürlich dürftig, ne? Aber wie gesagt, hier gibt es doch eigentlich alles, ne? Ganz kurz mal gucken hier, ne? Hier, ne? Ach so, das ist nur, aber hier bei dem Hotdog-Stand gibt es doch eigentlich alles, ne? Hier Energy-Drink, ne? Fruchtschorle, ne? Und Limonade. Und hier in unserem Superladen gibt es das auch, ne? Freunde, was wollt ihr eigentlich von mir? Nein, ich habe den verkauft. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Verdammte Kacke. Ah, ein Spielkind wird alt, ne? Das ist nicht zu ändern, ne? Machen wir hier gleich 2 in Zim. So, pass mal auf. Und jetzt hier nicht verkaufen, Spielkind, sondern, ne? Preise übertragen. Zim, Sam, Som. Tut mir leid, Freunde, ne? Ich, wie gesagt, ich, ja. Gerne, ja, beschwert euch nicht, ne, das ist, ne, nicht nett von euch, ne, 7x50, ja, so langsam wuppen wir es aber, ne, das ist hier, Preis okay, Preise genau richtig, eigentlich bei gerne und genau richtig geht ja meistens noch was, aber ich will es nicht ausreizen, ne, also hier nochmal ganz kurz, das ist eine Sache, die müssen wir auf jeden Fall angemessen, okay, 10 ist erstmal angemessen, weil wir halt nur 2 Tiere haben, ne, okay. So, mal ganz kurz gucken, wie sieht es denn hier so gewinntechnisch aus? Der macht ordentlich Gewinn. Ja gut, ich meine, im Winter ist natürlich so eine, müssen wir hier so einen Hotdog-Stand hinstellen. Aber hier, strategisch denken, ne? Hier kann man auf jeden Fall auch einen Hotdog-Stand hinstellen. Ne? Zim. Hotdogs, frische Hotdogs, lecker Hotdogs, kaufen Sie Hotdogs. Hotdogs ist immer gern genommen. Zim, Angebot auf alle übertragen, bitte sehr. Das war doch soweit okay, ne? Genau. Das war soweit erstmal alles okay. Und dann müssen wir hier nochmal ein paar Bänke hinstellen, denke ich mal, ne? Ne?
packen wir das Volk hier sozusagen zwischen, ne? Damit sie sofort ihr teuer verdientes Geld in unsere Automaten schmeißen und Hotdogs eventuell käuflich erwerben. So, okay. Okay, ich meine, das ist ein bisschen gebaut, ne? Aber das wird sich lohnen. Liebe Leute, ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall. Ne? Guck mal, der hat jetzt schon 19 Pfeifen Gewinn gemacht, ne? Das ist beachtlich, ne? Jetzt hat er schon 23, ne? Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und du, Kollege, was hast du hier schon? Jetzt nicht wirklich die Welt, ne? Aber wird gut angenommen, ne? Wir müssen die Leute so strategisch schicken, ne? Dass sie dann irgendwo dann sich aufhalten, wo sie dann echt erstmal platt sind und dann geben sie ihr Geld auch wahrscheinlich dann gut bei uns aus, ne? Ja, ja. Und sitzen sie schon wieder draußen, da ist noch zu kalt für draußen wahrscheinlich, ne? Mhm. Gut, das müssen wir natürlich erstmal ein bisschen abwarten, weil, ne, wir natürlich jetzt erstmal wieder das gekauft haben, ne? Und, Freunde, ne? Ich sag's ungern, aber ihr müsst poppen. Ihr müsst poppen, sonst ging's um euer Leben, ne? Ja, pass mal auf, der 100, dem geht's prima, ne? Süße, mir geht's prima. Mir geht's prima. Ich würde ja tierisch gerne noch eine weiße Löwin kaufen, wenn ich ehrlich bin. Ne? Wenn ich ehrlich bin, würde ich das ganz gerne machen. Ne? Weil, ne? Die weißen Löwen, ne? Oh, es gibt auch weiße Nashörner. Geil. Hatten wir schon mal weiße Nashörner, liebe Leute? Ich weiß das jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Wo sind jetzt die Löwen? Das ist Löwen, ne? 400, 400, 600. Ah, dass diese Scheiße mal hochspringt. Wo waren die jetzt? Weiße Elefanten. Ja, weiße Elefanten hatten wir, glaube ich, schon mal, ne? Komm, 400, dich baller ich hier noch. Nein! Ist das, ich dachte gerade, ich hätte einen Eisbären gekauft. Entschuldigung. Du bist natürlich ein Tiger, ne? Siegfried und Roy und so, ne? So, genau. Kratzen, ne? Ich möchte mich ausruhen, ne? Genau, tu dir keinen Zwang an, ne? Du bist mehr oder weniger, ne? Sehr wichtig für die Produktion der weißen Tiger, denn, ne, die bringen das meiste Geld, ne. Ist leider so. Ich bin da sehr wirtschaftlich eingestellt, ne. Muss ich sein, denn guckt euch hier die verkackte Kacke an, da oben, ne. 1300, miese, ne. Ganz kurz, wieder eine Preisschraube. Hier, günstig. Ah, geil. Das finde ich gut. Machen wir auf 20, Zim. So, dann gucken wir da nochmal. Angemessen. Ja, aber 20 ist das Doppelte von 10. Ne? Wir lernen ja hier mal rechnen, ist ja ein sehr lehrreiches Let's Play, ne? Und 10 mal 2 ist 20 und das bedeutet, ne? Doppelt so viel Moos und alles geht los. Ja, wunderbar, so. Ja, hier könnte man ja noch irgendwas hinstellen, ne? Und wenn dann hier noch ein Hotdog-Stand hinstellen, weil wenn das Volk schon so strömt hier, ne? Schon so am Strömen ist, ne? Ja, das geht hier nicht. Geht das hier? Aber hier wird gehen, ne? Auf, wenn der Volk schon hier vorbeikommt, ne? Bin ich ehrlich, ne? Ich denke ja. Zum Wohle meiner Tiere, ne? Jeder weiß das, ne? Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich meine Tiere mir sehr wichtig sind, ne? So auf alle übertragen, wumm die wamm die so, ne? Dann, ne? Könnte jetzt hier, ne? Hotdogs, frische Hotdogs und Eis, ne? Ja, wird sofort auch. Mülleimer steht ja schon, aber wir stellen sicherheitshalber nochmal einen hin, denn ne, das ist schon echt wichtig, das wissen wir, ne? Das ist sonst, weil, ne, ihr wisst ja, ne, es hat ja schon Folgen gegeben, da sind unsere Tiere krank geworden und das lag daran, weil hier draußen zu viel Müll rum existiert hat. Die wollen jetzt Eis, ist mir auch erstmal egal. Bei einem Eisstand können wir da auch noch hinballern, ne? Wenn wir schon dabei sind. Freunde. Wenn wir schon dabei sind, ne? Genau, ein Eisstand. Eisstand hier hinballern, Zim. So, pass mal auf, hier Eisstand. Wo haben wir unseren ersten Eisstand? Zusammenpreise. Auf alle übertragen, bitte sehr. Hm? Wir müssen das Geld ja lassen können, ne? Wo sie auch hingehen und behaupten sowieso, ne? Und wenn hier schon mal so eine Versammlungsgebiet ist, ne? Dann, ach guck, da kümmert sie sich drum, ne? Und ja, das kommt, das kommt. Das mache ich mir gar keine Sorgen. Das wird kommen, ne? Okay. Ne, spätestens, ne, wenn der Herr Löwe vorbeikommt, ne, und sich ein bisschen um dich kümmert, ne, weil, ne, wir Nachwuchs brauchen, und zwar weißen Nachwuchs, nicht gegen dich, nichts gegen dich, Kleiner, aber, ne, ja. Hat er gleich gehört, ne, guckt er mich ganz böse an, friss mich nicht, ich bin's, ja, streckt er mir die Zunge raus. Kollege, was ist denn das für ein Benehmen hier, ne? Alter, alles gut, ja, finde ich prima, so, pass mal auf,
auf aus diesem... Ja, sieht aber gar nicht so schlecht aus, meine lieben Leute. Ich glaube, irgendwas machen wir auf jeden Fall richtig. Hm, sind zwar nur 67%, ja, aber gut, ich meine, wir haben aktuell, ne... Oh, wenn wir gleich Geld überhaben sollten, dann werde ich sofort Pflanzen kaufen. Ne, 24 Pfeifen, komm, kauft Souvenirs, kauft Hotdogs, kauft was weiß ich. Ne, wir brauchen Pflanzen für unsere Tiere. Da sind wir schon. So, pass mal auf. Wieso kann ich das jetzt zum Beispiel wieder ins Minus coachen? Ich war eine Idee zu langsam. Scheiße. Naja, meine lieben Leute, ne? Ob wir das wuppen, ne? Das wäre in der nächsten Folge. Oder in einer der nächsten Folgen. Oder vielleicht in 100 Folgen, ich weiß es nicht, je nachdem. Ich sage es mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, geht mal wieder in Zone. Sagt euer, es ist Spielkind 45. Ciao, ciao.